lassen für uns bedeuten. Stimmt, ganz vergessen. Ja, also Frau Appel, Blumen sagen unsere Anerkennung an Sie aus. Ja, ich meine, wenn ich mal wieder seinen Spruch brachte, machen wir mal Schluss, oder Jenny und Caro mal wieder an einer Matheaufgabe verzweifelten, oder du mal wieder schwer vom Begriff warst und Frau Appel es noch 100 Mal erklären musste, oder anders gesagt, die ganze Klasse ihre Problemchen hatte, hat Frau Appel uns immer unterstützt. Naja, vielleicht haben wir irgendwann mal was erreicht, auf das Frau Appel in 20 Jahren und stolz sein, auf uns sein kann. Selbst wenn es nur ist, dass wir ein Besen richtig halten können. Also wenn man das alles jetzt mal so aufzählt, dann würde ich sagen, unser Geschenk passt. Na, wenn man bedenkt, was sie alles mit uns durchmachen musste, kann man nur sagen, dass sie den Nobelpreis verdient hat. Den habe ich vergessen zu bestellen. Das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich eine andere Anerkennung besorgt. Ich hoffe, dass die auch reicht. And the Oscar goes to Miss Apple. Leitbild des Christophorus für die 10. Jugendlauf Christophorus-Schule Oberwurf jedem Schüler und jeder Schülerin deutlich machen, worum und wofür es sich lohnt zu leben. Die Erziehung zu mitmenschlicher Verantwortung ist ein herausragendes Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Der Christophorus-Preis ehrt jene unserer Mitschüler, die sich in ihrer Schulzeit durch ein besonderes Engagement ausgezeichnet haben. In diesem Jahr erhält den Christophorus-Preis der CLD Jugendorf Christophorus-Schule Oberhof in Anerkennung seiner Leistung Larissa Caroline Kaltenbach. Und wir haben noch jemand Zweites, der diesen Preis bekommt. Anna Bruchhäuser. Auch dir möchte ich danken für das, was du in deiner Schulzeit auch für andere Menschen an dieser Schule getan hast. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kommen wir zu dem Zeugnis. Günther. Ja, wir kommen jetzt zum, wichtigsten Teil, auf den ich schon seit gewartet hat, die Ausgabe, die Übergabe der Zeugnisse. Wir machen das so, dass die beiden Klassenlehrer nach vorne kommen und ich dann einzeln eure Namen aufrufe und ich komme dann nach vorne und bekomme die Zeugnisse ausgeben. Nach jetzt schon an unsere Einladung zu einem kleinen Sektumtrunk erinnern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, wir alle natürlich auch hier mit uns kämen, oben ins Schloss und dort gemeinsam nochmal auf eure vergangene oder vielleicht auch zukünftige Schulzeit. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht noch ein paar Grußworte an die Absolventen haben. Ja, selbstverständlich. Zunächst mal möchte ich meinen herzlichen Glückwunsch allen Abschlussschülerinnen und Schülern übermitteln. Haben sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten gearbeitet, um einen wirklich tollen Realschulabschluss hinzulegen. Und es ist sehr gut gelungen, wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen und wir haben uns gerade darüber unterhalten. Die letzte Woche in Berlin war ja nochmal so eine, wie es Frau Appel sagte, nochmal so eine Abschiedsfeier letztendlich. Und da hat man schon gemerkt, dass der Jahrgang, also wirklich ein ganz toller Jahrgang war, dass sie sehr anständig sich benommen haben, dass sie sehr viel gelernt haben, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Herzlichen Glückwunsch und allen alles Gute. Dankeschön. Hallo, also ich bin die Katharina und ich wollte fragen, ob ich ein kleines Interview mit dir führen kann. Ich bin zufrieden mit deinem Abschluss. Auf jeden Fall. Hätte es besser laufen können? Nee, eigentlich nicht. Also ich fand es super. Und wie geht's jetzt weiter? Ich will Abitur machen, also gymnasiale Oberstufe.
Sind Sie froh, dass Ihre Tochter den Abschluss endlich in der Tasche hat? Ja, auf jeden Fall. Und sind Sie auch zufrieden? Sehr. Waren Sie immer mit der Schule zufrieden oder und würden Sie die Schule auch weiterempfehlen? Immer. Ich habe es auch vielen anderen eigentlich empfohlen. Sind ja Moslems. Gab es da keine Probleme mit der Schule? Überhaupt keine Probleme. Für mich war es wichtig, dass die Kinder hier eigentlich an Gott glauben. Und das habe ich eigentlich an dieser Schule auch gesehen. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und irgendwann zum Maschinenbauingenieur werden und dann halt also Studium. Genau. Wirst du die Schule sehr vermissen? Will ich Schule sehr vermissen, auch meine ganzen Klassenkameraden vermissen und die ganzen Lehrer natürlich auch. Was denkst du, wo stehst du in 10 Jahren? Wo ich in 10 Jahren stehe? Ich stehe in 10 Jahren, boah, das weiß ich gar nicht. Vielleicht irgendwo in der Maschine. Familie? Ja, klar, auch Familie. Kinder, Familie, Haus, Auto. Abschluss Ihres Kindes. Könnte besser sein, aber ich weiß, dass er was dafür getan hat. Aber ja. Waren Sie immer mit der Schule zufrieden? Auf jeden Fall. Weil ich war selber in Dienoberorf und deswegen gab es bei uns keine andere Wahl. Sind Sie zufrieden mit dem Abschluss Ihres Sohnes? Wir sind überglücklich. Für uns ist es ein Wunder. Haben Sie es jemals bereut, Ihr Kind nach Oberorf geschickt zu haben? Nein. Wunder, wieso? Und warum? Weil Joscha sich hier wahnsinnig gut entwickelt hat. Er ist innerlich einen Meter gewachsen als Mensch. Sind Sie traurig oder glücklich, dass es jetzt vorbei ist? Sehr traurig. Ich würde gerne das Abitur machen, aber... Warum nicht? Hat mit 1,6 sein Zeugnis und das Jugendamt möchte es nicht gewähren. Ach ja. Klagen dagegen. Wir sind sehr, sehr traurig. Joscha würde sehr viel darum geben, hier zu bleiben. Wo wird er jetzt hingehen? Nach Lippstadt, aber... Das normale Gymnasium, okay. Aber... Wir werden keine Rücksicht auf seine Legasthenie nehmen.